Moinsen Leute, ja, weiter geht's bei World of Planes. Of Warplanes. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall weiter geht's, direkt ins Gefecht. Die Schlacht muss weitergehen. Ja, mal wieder eine Runde World of Warplanes zocken. Ich find's geil. So, dann wollen wir auch mal. Ja, schrecklich, komm. Ich lutsch währenddessen ein paar Bonbons, weil ich noch ein bisschen Halsprobleme habe. Und mich das vom Husten abhält. Aber egal, das soll euch nicht stören. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt in dieser Session ein paar gute Manöver gibt. Was ich auch noch sagen wollte, ganz zu Anfang jetzt. Das Ding ist, ich habe momentan Klausurphase und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, jeden Tag 3 Videos hochzuladen. Heute zum Beispiel kam, also heute ist der ein Tag, bevor das Video hochkommt. Heute ist Mittwoch. Heute kamen auch nur 2 Videos. Oder kommen auch nur 2 Videos. Und ja. Das wollte ich nur mal so anmerken, damit Dingens. Ich werde gucken, dass ich täglich was hochlade. Ich kann es nicht versprechen, aber ich denke mal, dass es sich jetzt für die nächsten Wochen so auf 2 Videos einpendeln wird. Denke ich mal. Da gehe ich jetzt auch ganz stark einfach mal von aus. Ja, scheiße. Und das ist jetzt wieder diese Sache mit der dicken Kanone. Wow, der... Wow! Scheiße. Aber wenn eine von den Dingern einschlägt, dann macht das aber auch krassen Schaden. Ganz ehrlich. Oh, sieht nicht gut aus für uns. Für unser Team. Aber trotzdem, beste geben. Mehr kann man eh nicht machen, als das Beste geben. Scheiße. Scheiße, ich hab hier auch. Ich glaube, da kommen wir nicht wirklich hinterher. Da sehen wir kein Grün. Scheiße, wir werden hier ordentlich eingehackt. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin gerade auch ein bisschen stiller. Scheiße, ja. Naja, wir haben keinen Runner geholt, aber ich meine, wir haben ja lange überlebt dafür. So, zurück zum Hangar. Vielleicht sollte sich dann auch jetzt erledigt haben. Aber wenigstens einen guten Ping gehabt und gute SPS. Und mein zweites Bonbon jetzt für diese Session. Ich hasse das. Ja, können wir direkt wieder weiter durchstarten mit dem Flugzeug. Haben zwar verloren, aber ey, 100 Erfahrungen, das ist gut. Dafür ist jetzt nicht gut, ist jetzt nicht berauschend, aber hey, ist okay. Wir haben ein paar Leute getroffen. Aber ich weiß nicht, ob ich weiter bei diesen dicken Kanonen bleibe. Ich weiß es echt nicht. So wirklich. Ich weiß es nicht. Das ist die Sache. Da bin ich so ein bisschen am Hadern. Mache ich das nicht?
Weil das ist, entspricht nicht so wirklich meinem Stil zu spielen, weil ich bin echt wirklich jemand, ich drück ab und dann fertig. Und ich bleibe auch auf dem Trigger. Aber dabei musst du echt aufpassen, da kannst du echt nur... Da musst du, darfst du echt die Taste nur hämmern. Weil nämlich, wenn du 3 Sekunden drauf bleibst, ist das Ding schon, ist die dicke Kanone schon überhitzt. Also die 23mm Kanone. Hol sie dir. Dann ist halt die Sache. Nein, ich spreche kein Spanisch, nein. Oh Leute, ich habe so schlechte Erinnerungen an meine spanische Zeit, weil ich habe mal Spanisch gelernt, weil wir mussten das für zweite Sprache Abitur und so und ja. War keine schöne Zeit. Ich hasse Spanisch, ehrlich gesagt. Spanien finde ich cool, ich mag auch die spanische Küche, aber die spanische Sprache ohne mich ist nichts für mich. Warum? Ich wollte gerade abdrehen. Warum fliegst du in mich rein, du Arsch? Mann. Zum Hangar, okay. Das hasse ich. Ich hasse das, wenn Leute in mich reinfliegen. Ich hasse das. Und ich wollte gerade abdrehen. Aber das Flugzeug nicht schnell genug reagiert. Ich hätte vielleicht nur einen Tacken schneller reagieren müssen, aber... So. Dann jetzt eine Runde mit der Hawk 3. Ist ja eins meiner Lieblingsflugzeuge, muss man da ganz ehrlich dazu sagen. Eins meiner Lieblingsflugzeuge. Und ich wollte ja eigentlich auch noch ein Info-Video raushauen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, aber ich habe jetzt momentan eh ein bisschen viel um die Ohren mit den Klausuren und so weiter. Und die... Das Blöde ist, ich schreibe am Montag eine Bio-Klausur und da muss ich echt extrem viel lernen. Das ist so ein klein bisschen Problem. Und ich muss halt das Wochenende lernen, weil in der Woche habe ich da nicht wirklich viel Zeit zu. Ich bin zwar mir immer am Lernen so ein bisschen, aber das ist eigentlich auch das Früheste, wo ich mal angefangen habe zu lernen. Also sonst lerne ich immer erst 2 Tage vorher, oder was? So, aber jetzt da... Da lerne ich jetzt schon etwas Dinges. Ich habe da ein bisschen Schiss, weil es wird langsam ernst. Ja. Auf jeden Fall, das ist ja so eine Sache so. Und ich weiß nicht, also... Man muss halt gucken, wie man das Ganze halt so angeht. Und ja, nein, vielleicht. Und ja. Aber ich kann jetzt nicht mal das Wochenende werde ich extrem dafür nutzen. Und da werde ich dann am Wochenende auch nicht viel aufnehmen können. Meistens ist das so, wenn ich zu viel gemacht habe an einem Tag, dann kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Ich musste mich jetzt hier zu der Aufnahmesession auch schon erstmal überwinden. Ich meine, mir macht das Spaß, keine Frage. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich mich überwunden habe. Aber es ist ganz einfach, so diese Überwindung zu finden. Das ist das Beschissene. Man muss erstmal Motivation finden, aufzunehmen. Und das ist natürlich das Schwierige bei der Sache. Wenn du einmal am Aufnehmen bist, dann ist es okay. Dann geht, dann macht das Spaß, aber das ist dieses Aufraffen, Raps anmachen und wir haben übrigens jemanden zerstört. Ja, Unterstützung bei Zerstörung ist okay. So. Müsste ich eigentlich auch einen Unterstützer gekriegt haben. Naja, egal. Egal, ist 88, aber... Versteht, wie ich das meine.
So. So, der hat sich den hat in den Berg reingehauen. Ja, wollen wir mal. Okay, zerstör dich selber. Ist okay, kann man machen, muss man aber nicht. Dann ist meine Meinung zu der Sache. Ganz einfach. So. So, und da sind sie auch. Die Drecksäcke. Die wollen wir uns dann auch mal krallen. Gegen 3, das sollte eigentlich machbar sein. Ja, ist okay, dass der Bus nicht aktiviert werden kann. Ist okay. Okay. Scheiße. Da ist jetzt ein 1 gegen 1. Aber ganz ehrlich, das gucke ich mir jetzt an. Das gucke ich mir jetzt nur an. So, dann wollen wir mal gucken. Wie sieht's aus bei dem? Du solltest dich mal um den einen Team hat nicht verstanden. Natürlich geil. Jawohl, gewonnen! Wir haben gewonnen! Ja, würde ich sagen, geil. Schließen. So, und dann wollen wir dann auch mal weitermachen mit unserem Hauptflugzeug. Ja, ich mag die Hawk 3. Ist ein schönes Flugzeug, ganz ehrlich. Ist ein schönes Flugzeug. Ist zwar nicht das schnellste und so weiter, aber. Es ist schön. So. Dann wollen wir auch mal weitermachen. Ja, und heute auch nur eine kurze Session. Also eine 30-Minuten-Session. Weil ich bin übertrieben müde. Das ist die Sache. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so geht, aber ich bin in der Woche so übertrieben müde und am Wochenende hole ich alles nach und ich lebe die ganze Zeit gegen meinen Biorhythmus. Ja, ich brauche etwas Mitleid. Das ist halt die Sache, wenn du in eine Woche nur 5 Stunden schläfst. Da bist du dann natürlich übertrieben müde. Übertriebenst. So, und dann wollen wir auch mal. Bomber, cover me. Hol sie dir. So, komm her. Ach, scheiße. Waffen überhitzt, Feuerrate verringert.
Scheiße. Ja, ist vorbei, ist vorbei. Ja, und gegen das Ding auch. Der ist wendiger als ich, da habe ich keine Chance. Ah, scheiße. Naja, egal. Egal, egal, egal. Naja, egal ist 88, aber... Ja, weiter geht's. Nicht lange schnacken, Kobi nacken. So. Dann wollen wir auch mal. How much Erfahrung du... Did we have? Okay, didgeridoo. Ja, noch 5000 Erfahrung. Okay, definitiv. Ja, ich habe jetzt nur Bock auf die Hawk 75M. Da habe ich Bock drauf, auf das Ding. Vor allem hat das halt nicht so viel von den Bordkanonen. Also diese 23mm Kanonen. Ich mag die Dinger nicht. Ich glaube, ich tue die auch weg. Ich glaube, ich baue da was anderes ein. Aber ich bin echt gespannt, wo die Reise hingeht. Mit den ganzen Wargaming-Spielen. Weil, wenn jetzt noch World of Warships rauskommt, das werde ich definitiv auch spielen. Und ich werde mal mit dem Aska mal sprechen, ob der eventuell mal Bock hat auf ein Let's Play World of Warplanes together. Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Eventuell ja, eventuell nein, weiß ich nicht. Aber wäre eventuell mal eine Überlegung wert, weil ich kann mir echt verdammt gut vorstellen, das mal zusammen zu zocken. Mit irgendwem. Jawohl, erster Gegner zerstört. Motor überhitzt. Boost kann nicht aktiviert werden. Ziel getroffen. Scheiße. Naja, einen haben wir zerstört, das reicht, das ist okay. Naja, hätte auch besser sein können, aber ach Gott, mein Gott. Was soll das Geheule? Hoffentlich ist das. Ist auch wieder fertig, die P26. Dann ist ja alles gut. Ist ja alles nur, um so ein bisschen zu überbrücken. So, dann wollen wir auch mal.